Born. Natalia Sonneborn. Das Video. Natalia Sonneborn. Das Video ist eine Aufforderung von Ihnen, mich anzustellen, beziehungsweise mir Geld zu geben, also mich zu finanzieren. Auf dem Weg als Steigbügel, Flügelhalter zur Macht. Ich habe alles, was Sie brauchen. Bin Autist und depressiv. Danke. Graben hinter Döbrick, sind zwischen Döbrick und Silo. Der war eben noch halber wegen klar. Der wird gerade von Pflanzen befreit, anstatt den Schlamm rauszusaugen, wodurch auch so durch die Schlammbefreiung, durch deutsche Sprache. Der wird vom Schlamm befreit. Mühliger Belag. Das Gestotter von eben bleibt oben drauf. 30 Meter, jetzt ja 40 Meter weiter nach oben gefahren. So ganz langsam legt sich der Schlamm wieder. Ups, was war denn das hier am Rand? Größerer Fisch. Also hier werden die Pflanzen rausgebaggert, wodurch der Schlamm nach oben bewegt. Wir haben den 12.07.22. Schilfpflanzen werden rausgebaggert. Man will damit erreichen, so die Aussage, dass das Gewässer nicht angestaut wird. Das wird nicht angestaut von den Pflanzen. Das wird sicherlich ein bisschen höher, aber nicht angestaut. Solange die Rohre bei den Übergängen frei sind, kann hier gar nichts passieren. In Wirklichkeit müsste man anders vorgehen. Man müsste sich zwei, drei Stellen oder noch mehr Stellen, je nachdem wie lang der Kanal ist, suchen, zum Beispiel alle 100 Meter und baggert dort einmal richtig tief aus. Ruhig so 2 Meter tief, sonst ist der Graben wahrscheinlich hier bis 80 cm tief. Auf einer Strecke, sagen wir mal, 100 Meter nicht ausbaggern, gar nichts machen. Und dann 30 Meter tief ausbaggern. Mal ein bisschen was von der Natur essen. Ein bisschen Brombeeren. Dadurch wurde dann die Jahre da drauf jeweils in die Kuhle der Schlamm abwandern. Man könnte den Schlamm einfach mit einem LKW, mit einer Saugvorrichtung, wie zum Jauch abbaggern, Jauch raussaugen zum Beispiel, aus Jauchegruben, einfach abtragen. Die Frage ist noch, ob das, was hier gemacht wird, im Juli in der Laichzeit von manchen Fischen, ob das besonders gut ist, wenn sich da der Schlamm drauf legt auf den Laich und Laich von anderen Tieren, viele Jungtiere, die jetzt hier rausgebaggert wurden vielleicht. Zweite Frage ist, ist das jetzt überhaupt erlaubt? Weil im Schilf ja jetzt im Juli noch Fische sein könnten. Fische, nicht Fische, sondern Vögel und dort Laichen.
Nicht laichen, sondern brüten. Mein Gott, ist das heute schwierig. So. Das werde ich jetzt mal in die Stadtverwaltung eine Anfrage machen. Dritter und letzter Teil des Videos. Also wir sind immer noch zwischen Döbrig und Silo, also am Rande von, wir sind eigentlich in Döbrig, Döbrig Süd. Hier sieht man, was gemacht wurde. Und die Folgen sehen wir noch nicht ganz, weil noch nicht das ganze Wasser sich noch ganz erholt hat. Also der Boden ist komplett frei jetzt vom Wasserpflanzen. Und was man sieht auch hier wirklich, dass hier richtig viel Schlamm ist. Damit habe ich also schon mal bestätigt, dass hier einfach viel zu viel Schlamm drin ist. Und dass durch den Schlamm, der hier drin ist, natürlich nicht das günstigste Lebensklima für gewisse Tierarten existiert. Man müsste also in Wirklichkeit mal den Schlamm herausholen, wie so wie ich das vorschlagen habe. Oder auch meinetwegen anders, andere, rabiatere Arten und Weisen. Sieht man auch, dass Schilf abgemacht wurde vom Rand. Und das müsste eventuell gegen den Vogelschutz verstoßen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. So, dann laufen wir noch ein Stückchen. So, ne? Sieht man auch, dass das Gras auch weggemacht wurde. Ist ja richtig so. Ist ja am Straßenrand. Kann niemand was gegen sagen. So, und hier sieht man, wie es vorher aussah.